guten Morgen, ihr Lieben. Hallo. Hallo. So, wir trinken hier schon fleißig Kaffee. Der Postbote hat mich heute Morgen geweckt und ab 7 Uhr. Ja, was hab ich da drin? Ab 7 Uhr ging mein Wecker alle 2 Minuten an bis 8.30 Uhr. Ich hab den die ganze Zeit immer wieder ausgemacht und Tobi immer nur so im Schlamm, hör den Wecker aus. Boah, irgendwann habe ich Maren geweckt und hab so gesagt, Maren, mach die Scheiße jetzt aus. Aber wisst ihr, wie er mich aus dem Bett kriegt? Wenn es an der Tür klingelt, ja. Weil ich keinen Bock habe. Wenn ein Zalando-Paket da wartet und macht. Ah! Nein, aber ich habe keine Lust, immer diese Kackpakete bei uns im, keine Ahnung was, in der Hood irgendwo verstreut abzuholen. In der Hood. Und ja, deswegen renne ich immer runter wie eine Gestürzte, krieg dann immer erstmal einen Föhn, weil ich nicht verstehe, wie die Türe aufgeht, wirklich, weil ich bin gerade aus dem Schlaf gerissen worden, schließe die Türe halt auf. Und drücke, geht nicht. Dann nochmal, zieh, drücke, geht noch immer nicht. Und dann der Postbote denkt sich auch schon, die hat voll den Hau weg. Ja. Und dann sticht er so. Hallo? Ja? Nee, ich bin nicht gerade aus dem Bett gefallen. Nee, ich bin schon seit 5 Stunden wach. Stunden wach. Seit Stunden. Ja. Naja, egal. Lecker. Jetzt geht's erstmal ins Büro. Hello. Was ist das? Weißt du nicht, was das ist? Ja. Weißt du nicht, was das ist? Eine Batterie? Nein. Shisha-Kohle? Weißt du nicht, was das ist? Nein. Riech mal. Errätst du es dann? Fisch? Keine Ahnung, es riecht nach Fisch. Finn! Es gibt frischen Fisch. Was ist es denn? Oh, wie anstrengend jetzt gerade. Eine Bremsscheibe. Ein Rennbremsbelag für den Mini. So. Finn rastet auch gerade aus. Ja, jetzt hast du dich aber erschrocken. Bubi! Jububi! Jetzt sehen meine Nägel gerade so scheiße aus, weil überall Make-up dran hängt. So sehen die Nägel jetzt aus. Das ist jetzt nach 9 Tagen ungefähr. Ihr seht, rausgewachsen, wie bei einem ganz normalen Gelnagel. Und hier ist es ein bisschen abgesplittert, aber es geht eigentlich. Am Fuß habe ich nicht ganz so sauber gearbeitet. Ja, Achtung, alle, die Füße eklig finden, da ist was ab. Aber ich glaube, es wird Zeit, am Wochenende neue Nägel zu machen. Ich lasse das jetzt noch drauf. Ich frage mich nur gerade, dieser rote Fleck, was das ist, aber egal. Und das hier ist mein Outfit of the Day. Kniept noch ein bisschen, da sind noch, ja, ein paar Kilos scheinbar zu viel drauf für dieses Teil, um es locker tragen zu können, aber fühle mich trotzdem wohl. Das sieht so aus. Tobi muss jetzt gleich mal gucken, woher das ist. Ich mag das, wenn das so über die Arme geht und so ein bisschen die Arme verdeckt. Ja, wunderschön das Geräusch oben im Hintergrund. Schatz, kannst du kurz gucken, woher der Jumpsuit ist? Kannst auch einfach reingucken oben. Zack! Hat ein Y am Ende. Besteht aus 4 Buchstaben. Danach gucken, also... Ein V dem, bestimmt, ne? Nein, vor dem Y steht... Ein V? Ja, so. Nein, lovey. Vor dem Y steht ein L. LV? Nein, L, Y sind die 2 Endbuchstaben. Da stehen nur noch 2 Buchstaben davor. Keine Ahnung. Hat einen Laden im Hirnpark. Keine Ahnung. Only! Wow! Wollte euch mal was zeigen. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich wollte so Fun Fact. Ich hasse meine Knie. Meine Knie sehen aus, als ob da Gesichter drin wären. Das ist echt so. Also ich mag meine Knie absolut gar nicht. Und generell habe ich das Problem, kann man es ein Problem nennen, auch eine Maren hat Zellulite, die man jetzt gerade so ein bisschen weniger eher sieht, aber egal. Auf jeden Fall, wenn das Licht kacke fällt, habe ich auch Dellen in den Beinen. Und das ist bei 90% der Frauen so. Ich wirklich, Mädels, die 10%, die keine Zellulite haben, freut euch echt darüber, weil sowas kann ab und zu auch einmal verunsichern und ich muss auch sagen, auch mich verunsichert das manchmal, aber Schatz, es ist halt... Warum haben Männer keine Zellulite? Weil sie ein gutes Bindegewebe haben. Nein, weil es scheiße aussieht. Das ist so. Zellulite sieht nicht scheiße aus, Zellulite gehört dazu. Arsch, ey. Lasst euch nichts sagen. Naja, auf jeden Fall, ich wollte es euch nur mal so
einfach vermitteln. Auch ich finde es nicht immer so schön. Mal sieht man es mehr, mal weniger. Das kommt echt aufs Licht auch an. Also klappt auch nicht immer alles auf Instagram oder sowas. Und ich muss auch sagen, manchmal habe ich Tage, da bearbeite ich meine Beine nicht. Manchmal habe ich Tage, da bearbeite ich ein bisschen meine Beine, einfach weil ich mich da ein bisschen unwohl fühle. Und ich glaube, da ist auch nichts Verwerfliches dran. Und ist es trotzdem normal. Also lasst euch nicht sagen, nur weil jemand glatt gebügelt aussieht und ein Sixpack hat, dass er nicht auch Cellulite haben kann. Also das liegt auch nicht daran, ob du trainiert bist oder nicht. Das ist eine Veranlagung. Und ich habe auch Dehnungsstreifen. Der Witz war einfach. Ja, den hast du bei Spruchsammlung. Dein Alter. Gott, ey. Okay, ich gut. Thema ich mal ganz kurz gegoogelt und hab einfach eingegeben, Cellulite-Witze. Du bist so witzig. Ich bin im Büro übrigens gerade angekommen und sitze am DM-Video, was auch schon online ist. Schneide das gerade fertig, habe jetzt gerade noch die ganzen Rohdateien von der Besichtigung bei der Produktion noch reingeladen. Das sind einfach 33 Minuten, die wir da gefilmt haben. Und ja, jetzt gleich muss ich aber auch schon los. Marlon landet um 13.10 Uhr. Ich brauche ungefähr vom Büro 20 Minuten zum Flughafen. Das heißt, so in 20 Minuten müsste ich spätestens los. Ich habe jetzt gerade eine Packung Mannerschnitten aufgemacht zur Stärkung. Ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt, außer einen Kaffee. Ja, aber es ist richtig angenehm, so schön. Ah, wir haben hier gerade das Fenster komplett auf und Luftzug, Wind kommt rein. Ein Traum. So, ich mache jetzt noch schnell fertig alles hier und dann. So, ihr Lieben, das Video ist fertig. Und jetzt schwinge ich mich ins Auto und hole Marlon ab. Im Auto und jetzt hole ich Marlon ab. Ich habe das Video geschafft. Das rendert gerade. Ich bin pünktlich auf die Deutschland zahlt immer öfter für Kinder, die gar nicht in Deutschland, sondern. Okay, so. Genau. Und jetzt geht's zum Flughafen. Ich hole Marlon ab. Dann fahre ich mit ihm ganz kurz in die Waschanlage. Das sieht jetzt gerade voll sauber aus. Alles voller Kartons, Leute. Alles voller Kartons. Die muss ich noch wegbringen und dann geht's ins Büro. Und Tobi hilft gerade auch noch seiner Mom. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Ihr seht schon an dem Pflaster, was da unten liegt. Brötchen aufschneiden, Avocados entkernen oder ähnliche Sachen ist einfach nicht ihr Ding. Schneid mir bitte ein Pflaster. Was? Danke. Ist groß? Nein. Groß war das mit der Avocado. Das ist halt so ein bisschen ekelhaft. Tu bitte die Sachen wieder weg. Und dann machst du bitte... Schatz, machst du bitte danach die Spüle, ja? Danke. Ey, die Spüle ist eh von mir. Ich hab's nämlich gestern und vorgestern gemacht. Guck mal, alleine die Brösel hier auf dem Tisch, ne? Na und? Nein. Na und? Nein. Die machst du jetzt eh gleich weg. Der ist ja auch von gestern. Ja, Leute, wir sind gerade wieder nach Hause gekommen, um uns fertig zu machen, weil wir müssen auch schon in 50 Minuten wieder los. Du machst dich nie fertig. Stimmt, eigentlich bin ich gerade fertig. So kann man auch gehen. Du meintest jetzt damit, ich sehe hübsch aus. Das ist lieb, danke. Danke, ja, danke. Du siehst richtig hübsch aus. Ja. Hübsch. Hübsch Wässer auch gern, ne? Ja. Wir sind angekommen, Leute. Und wir gehen jetzt in den DM rein. Und da findet gleich unsere ganz kleine private Enthüllung statt. Genau. In der DM. Oh, und es stürmt übertrieben hier. Ich sehe schon was. Ich sehe schon was. Okay, was war das? Das wird ja toll, wenn Marlon vloggt. Oh, wei. Die Luft ist raus, der Aufsteller ist da. Yay, yeah, da ist er. So, ihr habt sie ja eigentlich gerade schon gesehen, aber ich vlogge jetzt einfach nochmal. Ja, aber riech mal, Tobi, ist auch gut. Ja. Riech mal. Oh mein Gott, ist das lecker. Ist gut? Wo der Mann aber auch. Gut, ist die Alarmanlage ausgeschaltet? Weißt du, was gut ist? Das sind genau 100 Milliliter, du darfst sogar in dein Reisegepäck nehmen. Ah, das ist geil, ja. Gut, ne? Ich habe jetzt mich kurz mal ausgetrunken. Macht ihr auch schon drauf? Was habt ihr mit Ich bin damit schon eingesprüht, ich habe das schon zu Hause. So, wir haben ja auch die Boxen hier und die habt haben ihr noch wir gar nicht gesehen. Noch gar nicht richtig zeigen können. Also hier könnt ihr jetzt unsere Couple-Boxen sehen. Ich hab mal Fotos also von uns. Richtig, richtig cool. Und da sind das natürlich auch alle
7 Produkte drin. Ja. Also mega cool. Und jetzt, pass auf, dass du dich nicht anmalst. Und jetzt werden wir natürlich davon auch einige noch signieren, weil auch auf den DM-Accounts werden natürlich ein paar verlost. Ihr könnt auch bei uns welche gewinnen. Und ja. Ich mache jetzt einfach mal den Anfang. Okay, dann signier mal hier schön fleißig. So, Nina ist hier jetzt gerade schön Jumanas Beinamen eincremen. Und ja, jetzt signieren wir noch ein bisschen weiter. Genau, hier habt ihr übrigens schon die Ballons gesehen. Die sind auch voll cool. Hui. So, zurück zum eigentlichen Geschehen, wie bei Tobi alles angefangen hat. Das war nicht bei DM, aber ich habe auch mal an der Kasse gearbeitet. Das sind ja noch voll die Hightech-Tassen. Damals, als ich angefangen habe, da musste ich noch, da war sehr viel, also ich hatte auf jeden Fall noch so ein Tastenfeld daneben. Bei Rewe, ne, war das? Genau, oder? Bei Rewe. Und diese ganzen PLUs, also bei, was weiß ich, Gurka ist zum Beispiel 331 oder sowas, die hast du dann irgendwann auch an den Kopf gespeichert. Das ist so eine Liste, die haben wir quasi immer auf der Kasse kleben gehabt. Und dann weißt du jetzt zum Beispiel, jemand hat sich eine Paprika genommen, aber das war jetzt eine exotische Paprika, die hat eine eigene PLU. Und dann hast du quasi so weil die Waage war schon eingebaut in einem Scanner. Ja. Ja, und heutzutage sind auch die meisten aber auch schon auf den Gemüseprodukten drauf. Ja, das eigentlich dazu. Oh, Traumzucker, ich werde nicht mehr. Will man Traumzucker? Ja. So. Nee. Nein. Ich habe einen verletzten Finger. Oh nein. Egal. Was hättest du heute sehen müssen? Ich dachte, du wolltest pusten. Ach, puste jetzt. Übrigens, ganz kurz, wenn ich was sagen darf, weißt du, was ich super finde, ist, dass wir durchgekriegt haben, oder dass wir das jetzt so hingekriegt haben mit den Nordeifel-Werkstätten. Ja, voll schön, voll cool. Das ist wirklich super. Es gibt übrigens noch was anderes, das erfahrt ihr aber erst später. Mein Hund. So, Signierstunde. Und Jumana und Nina spielen übrigens gerade einkaufen. Guten Tag. Hast du auch eine Kundenkarte? Glaube ich nicht dabei, aber machen Sie so. Was probiert ihr? Ah, der Herr. Hat jetzt lange genug gedauert hier mit Ihnen. Keine Sache. Hat eine gute Karte. So, wir sitzen jetzt gerade bei Hans im Glück und haben alle unser Essen bekommen. Und ja, ich würde mal sagen, wir mampfen jetzt. Haben schon drauf angestoßen, auf heute. Und ja, guten Appetit. Ja, Leute, gute Nacht und bis morgen, Leute.